Oben im Observatorium, richtig? Ja, ich denke, dass sie Professor Redford ein bisschen mit allem möglichen Zeug hilft, bevor er seinen Unterricht hält. Also sie. Also, und was ist für mich dabei drin? Ich habe mich wirklich auf die Nachos gefreut. Mach das für mich und ich kaufe dir so viele Nachos, dass du einen schrecklichen Jalapenos-Tod sterben wirst. Jetzt fangen wir an, miteinander zu reden. Also jetzt reden wir über Business. Jetzt. Abgemacht. Ja, nimm meine Essenskarte und du kannst sie abholen, wenn du zurückkommst oder irgendwie sowas. Sam hat dir seine Essenskarte gegeben. Ihre natürlich, sie ist eine Frau. Dumpti-dumpti-dum. Super, und was machst du? Was ich mache, während du deiner Aufgabe nachgehst? Ich werde wahrscheinlich ein Nickerchen machen. Klar. Okay, ich bin weg. Du bist die Beste. Was ist ihr Name? So ganz nebenbei? Einfach damit ich weiß, nach wem ich Ausschau halten muss. Oh, richtig. Wie dumm von mir. Ihr Name ist Julie, wie ich es gesagt habe. Vertrau mir. Du wirst es wissen, wenn du sie siehst. Dumpti-dum. Okay, verstanden. Genieß dein Nickerchen. So, kann ich an dieser Stelle speichern? Ich würde wirklich. Nein, ich kann nicht speichern. Ich würde nämlich wirklich. Okay, 227. Nee, 227 doch. 28? 24, 25, 26, 27. Alles klar. Ich würde nämlich wirklich gern ein Nickerchen machen. Grummel, grummel, grummel. Ja. Die typischen Probleme von Studenten. Starrst du meine Freundin an? Hallo, ich bin selber Mädel. Woher willst du denn wissen? Wer muss schon intelligent sein, wenn du so schön bist? Du. Okay, da kommt man nicht durch, also muss es wirklich da reingehen. Vorher trinken wir vielleicht noch ein bisschen. Das ist ziemlich gutes Wasser. So, dann gehen wir doch mal hier rein und dann schauen wir doch mal, ob wir die Amanda finden. Hey, du. Komm her, das musst du dir anschauen. Er sollte einfach nur in wenigen Minuten an diesen Koordinaten vorbeikommen. Ich denke, da ist irgendwas falsch mit deinem Bild. Es sollte irgendwie einfach nur, ja, static und so. Grummel, grummel, grummel. Du hast meine Verbindung zum Teleskop ausgestöpselt. Ups. Was mache ich? Stöpsel es wieder rein. Beeil dich, wir wollen das nicht verpassen. Nun, wie geht das? Wie schaut das aus? Funktioniert das wieder? Grummel, grummel, grummel. Ach, komm schon. Tu mir das jetzt nicht an. Was ist los? Das gesamte System setzt sich zurück. Wir werden es verpassen. Was kann ich machen? Ich muss die Erfassungssoftware rekalibrieren. Du gehst zu diesem Terminal da drüben. Und ich gebe dir die
Instruktionen, wie du die Koordinaten wieder eingibst. Da hier. Okay, was mache ich jetzt? Okay, es sucht schon wieder nach den Koordinaten. So, ich werde einige Zahlen erzählen und du gibst sie ein. Wie sie gebraucht werden. Verstanden. Die erste ist 30. 1, 2, 3, 30. Die nächste ist 60. 60. Die nächste sollte 15 sein. Und jetzt 88. Und 88. Und 37. 2, 3. Und die letzte ist 24. Alles erledigt. Hey, das Bild ist wieder da. Also, funktioniert's jetzt? Verdammt, ich befürchte, wir haben's verpasst. Mist, what? Ja, es kommt ein Komet, der die Erde passiert. Heute Nacht. Der einfach nur alle 1000 Jahre vorbeikommt oder sowas. Ein Komet? Ja, ein ziemliches großes Stück... Weltraum. Felsen, der einfach durch das Universum tingelt, ohne sich um irgendwas zu kümmern. Ich hatte gehofft, dass ich eines der ersten Fotos von ihm bekommen werde, für die News und so. Aber ich schätze mal, dass das nicht passieren wird. Und es ist außerdem eine Schande, weil es einfach geholfen hätte, die Ausgaben für dieses alte Stück von Schrott zu rechtfertigen. Oh, es tut mir so leid. Können wir es neu rekalibrieren und nochmal versuchen? Ah, es gibt keinen Grund. Ich schätze mal, dass jeder Dummbeutel mit einem Teleskop inzwischen schon ein Bild von ihm hat. Shit, kann ich irgendwas tun, um das wieder gerade zu biegen? Ach, mach dir keine Sorgen. Wenn es eine Sache gibt, die ich von diesem ganzen Quatsch des großen, bösen Universums studieren und all diese Jahren gelernt habe, dann ist es, dass du einfach nicht alle Variablen kontrollieren kannst. Genau, so ist es nämlich. Völlig egal, wie viel du dich vorbereitest oder wie gewissenhaft du dich auf die Dinge vorbereitet hast, und wie sicher du bist, dass die Dinge ausgehen, so wie du es denkst, das inhärente Chaos des Kosmos wird immer bestehen. Selbst in der Isolation können wir nicht der Zufälligkeit des Universums entkommen. Irgendwas wird immer schief gehen. Ich bin Professor Radford. Übrigens. Und du bist nicht einer meiner Studenten, wenn meine Erinnerung mich nicht trügt.
Was bringt dich hier nach oben? Die Einschreibezeiten für neue Studenten sind zu diesem späten Zeitpunkt im Semester nicht mehr möglich, aber du hast diese Maschinen gut genug bedient, dass ich denke, ich könnte die Regeln ein bisschen biegen. Hm? Oh, hi, ich bin Amanda. Und, naja, ich bin eigentlich schon im Literaturprogramm. Ah, eine von McAllisters Studenten. Wie ihr Kinder ihn ertragen könnt, werde ich nie verstehen. Nun ja, aktuell bin ich eigentlich nur wirklich da, also tatsächlich bin ich da, weil ich nach jemandem suche. Nun ja, meine Freundin sucht nach jemandem. Irgendein Mädel. Sie sollte hier sein und ihnen helfen, für die Klasse vorbereiten oder sowas. Oh, du musst Julie suchen. Ich habe sie nach unten geschickt, damit sie ein paar Flyer austeilt. Ich wollte die Studenten mehr für unsere, für unseren Unterricht und, so begeistern. Die Zahlen fallen einfach ins Bodenlose. Bist du dir sicher, dass du dich nicht registrieren möchtest? Danke, aber, ja, ich bin schon überfordert mit den Kursen, die ich habe. Hey, was immer du sagst. Denk einfach nur immer dran, dass es mehr gibt, also mehr zu lernen gibt, als das, was immer du in Mr. McAllisters Buchclub findest. Aber ich schätze mal, jedem das Seine. Jetzt, wenn du mich bitte entschuldigst, ich würde ganz gerne eine eher enttäuschende Nachricht an die Daily News Times schicken. Okay. Schauen wir mal, was wir hier noch so haben. Jo, der ist einfach nur schon länger nicht mehr gelehrt worden. Okay. Also wir wären da auch nicht anders vorbeigekommen, ne? Ne, wären wir nicht. Also das war geplant. Anders wären wir da gar nicht rübergekommen. Alles klar. Das ist ein ziemlich teuer aussehender Computer. Okay. Jo, da ist ja Julie. Hey, hast du eine Sekunde? Oh ja, ich schätze schon. Hier, nimm einen von denen. Du hast einen Kometenflyer bekommen. Heute Abend wird ein Komet die Erde passieren. Und das wird ein ziemlich toller Anblick werden. Ja, habe ich gehört. Nun, ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand außerhalb der Abteilung oder der Fachrichtung sich für solche Sachen überhaupt interessiert. Mein Name ist Julie. Schön, dich kennenzulernen. Julie? Ja, und du? Oh, sorry. Ich bin Amanda. Ist auch schön, dich zu treffen. Dumpti-dumpti-du. Also, was bringt dich hier hoch? Ich habe dich noch in keiner von Redfords Klassen gesehen. Hm. Ich war einfach nur neugierig. Du bist doch nicht ein anderer Stalker, oder? Was? Nein. Ich hatte dieses komische Mädel, das mir auf dem Campus schon die ganze Zeit seit einer Woche hinterherläuft. Und das macht mich ziemlich fertig. Das ist mein Freund Sam. Sie verfolge ich nicht per se.
Sie hat nur einfach irgendwie so ein bisschen. Ja, sie schwärmt halt ein bisschen für dich. Nun, könntest du ihr bitte sagen, dass sie es lassen soll? Das macht mich wahnsinnig.